So, weiter geht's heute in der Champions League. Nächster Gegner ist CD Mallorca. Dann kommt Brentford in der Liga. Und dann weiß ich noch nicht. Aber jetzt erstmal Mallorca den nächsten Punkt holen, das Achtelfinale zumachen. Wie gesagt, es gibt eigentlich keinen Grund. Doch, ich könnte mal was tun. Ich könnte mal was tun. Pfoten mal rein. Die Marco möchte gerne mal in der heute spielen, deswegen würde er das auch mal tun. Ich darf mal ausprobieren. Pavlovic. Mal heute auf der Bank. Und die ja, darf heute auch mal. Entschuldigung. Als zusätzliche Spitze auf der Bank. Ich rotiere mal durch ein bisschen. Ein bisschen. Kleines bisschen. Wir haben 9 Punkte am Kunde. Ja, heute ist es Achtelfinale buche. 6 Punkte Vorsprung auf Mallorca. Die Parkier spielt parallel gegen die Bayern. Wollen wir heute gewinnen? Mit dem Unentschieden. Unentschieden? Dann hätten wir trotzdem 6, ne? Dann haben wir aber beide Duelle gewonnen. Ne, beim Unentschieden wären wir schon weiter. Also wir dürfen nicht verlieren. Und mein Ziel ist es natürlich, hier die Punkte zu holen. Im Hinspiel hat Mallorca super gespielt, aus dem 0:0 zur Pause abgerungen und am Ende damit 3:0 verloren. Haaland! Und diesmal geht's früher los. City schon wieder 1:0 vorne nach 3 Minuten. So, auf geht's. Williams. Ah, Fehlpass. Ich wollte eigentlich auf Bellingham spielen. Ja, müssen wir mal gucken, wie man es in der neuen Saison macht. Ich muss schauen, mit welchem Club. Ihr könnt ja gerne mal Vorschläge machen, was ihr so in Karrieren spielt, wie ihr Bock drauf habt, wie ihr spielt. Szenarien etc. Ich habe ein paar Ideen vielleicht, aber schauen wir mal. Mbappé. Ja, das war keine Absicht. Ich wollte hier vorne mit dran sitzen. Wäre natürlich geil, wenn die Bayern verpatzen würden. Aber es wird nicht passieren. Die Bayern werden sich jedenfalls die Punkte holen. Werden sich da die Punkte 7, 8 und 9 wahrscheinlich in Kiew holen. Und wieder die Wacht, der Belgier. Wahrscheinlich gescoutet, Jugendspieler oder was auch immer, und dann irgendwann geholt und entwickelt. Aber wir sind mittlerweile, wie gesagt, in der 6. Saison. Es ist die letzte Gruppenphase. Nächster Gegner sind dann, glaube ich, dann nochmal die Bayern und dann geht es gegen Kiew weiter und dann sind wir eigentlich noch mehr oder weniger durch. Bellingham. Haaland 2:0. Viertelstunde ran. 2:0. Erling Braut Haaland. City war ja sein absoluter Wunschtransfer, weil sein Vater ja auch schon bei City gespielt hat. Oh, Alter, leck mich am Arsch, Alter. Die Marco. Zweimal dickes Alu. Wieder Haaland. Ja, Erling Haaland Vater, Alfred Inger heißt er. Hat wie gesagt auch für City gespielt und deswegen war auch der Wechsel zu City, war dann immer eine klare Sache. Er wollte, war ja quasi für ihn der Wunsch zum Manchester City zu wechseln, kam dann für 60 Millionen. Ja, AK Ausschussklausel. Das wäre ja so günstig gewesen. Und Mallorca wechselt sogar schon. Ich weiß nicht, ob der Verletzung vorzugt, aber es ist schon arg früh, nach 21 Minuten den Wechsel zu machen. Modri. Ich vermute, dass wir jetzt nochmal einen Stürmer rausgenommen haben und einen Verteidiger gemacht, damit das ganze Ding hier nicht noch zweistündig wird. Oder beziehungsweise hier noch heftiger wird. Das 2:0 ist doch mehr oder weniger schmeichelhaft. Van der Heem. Lato. Rebrancic. Costa. Rebrancic. Und der Ball auf Emanuel Dennis, der beim FC mal gespielt hat.
da überhaupt nicht klar kam. Eigentlich das absolute Talent von Brügge kam, aber wieder bei in Köln überhaupt nicht klar kam, keine Füße in die Tür bekam, dann den Verein verließ. Ich weiß gerade aber auch nicht wohin. Ja, mittlerweile hier auf Mallorca spielt. Ob es im Real Life ist oder in der Karriere nur, weiß ich nicht. Williams. Und er sagt, Mbappé, 31. Minute, City legt nach. Und damit, ja, im Fußball ist vieles möglich, aber ich denke mal, das dürfte dann locker die K.O.-Runde sein, Punkte 10, 11 und 12 zu holen hier. Haaland 4-0. Das ist der Dreierpack für ihn. Der ist heute nicht zu halten. Mbappé, fünftes Tor in vier Partien. Das war noch das 3-0. Jetzt quasi direkt der nächste Konter. Und City legt nach 4-0. Erling Haaland. Und mit dem Tor ist Bellingham holt sich den Ball. Mbappé, Haaland. Das magische Dreieck seit Balakov, Elba und Bobic. Der VfB damals. Klare Sache hier. Das 4-0 ist schon deutlich. Gut. Da ist die Chance. Haaland. Sie lassen nicht nach. Der legt den nächsten. Also Mallorca, ähnlich wie Kiew, kriegt er gerade die nächste Packung. Aber was muss ich sagen, was Mallorca und Kiew sind für mich eigentlich, wenn ich noch nicht die Gegner, da hatte ich schon 12 Punkte mit eingeplant, gegen die Bayern nicht unbedingt vielleicht, aber gegen die anderen beiden, da eigentlich jeweils 2 Siege geplant, Mallorca mit der ja, nächste. Und es ist immer noch, wie gesagt, absolut verdient, ich spiele auch die ganze Nummer noch weiter. Williams. Ah, das Kehler in der Mitte. Und Haaland. Araujo. Foden. Ja, ist ein bisschen zu jetzt alles, gerade da. Deswegen spielt Rodri hinten rum, Di Marco. Mbappé! Er macht sein nächstes Tor. Nummer 2 am heutigen Tage. Er zeigt, wie torgefährlich er ist. Wenn hinten alles zu ist, dann spielst du es halt mal ein bisschen andersrum. Mit ein bisschen Dusel dabei. Der Abpraller bei Bälle von Bellingham kommt zu Kylian Mbappé. Und der legt aus dem Stand, aus der Drehung. Wir liegen mal kurz hinten ins lange Eck. Keine Chance für den Keeper. Nächster Treffer City. Einziges auf der anderen Seite. Da spricht eine deutliche Sprache. Eine Minute geht's oben auf. Es hieß ja 6 Saisonspiele. Ich weiß nicht, ob sie noch auf die Champions League mit dazugezählt. Ich weiß, in der Liga haben wir, glaube ich, gegen Tottenham, glaube ich, ziemlich am Anfang mal 0-0 gewonnen. Aber ich glaube, es zählt dann in der Liga nur, weil ich glaube, in der Champions League habe ich ja gegen die Bayern und das Hinspiel mit 1-0 gewonnen. In Kiew haben wir ja das erste Gegentor kassiert. Nächster Angriffswelle läuft. Kylian Mbappé. Foden. Hey. Und Foden. Dass der passt dann am Ende doch noch. 48. Minute der Torjäger Legner. Mark van Bommel kann
Jubel, alle haben sich belächelt. Er kam ja, fing ja an in Utrecht. Dann nach anderthalb Jahren der Wechsel zu PSV, zu seinem Heimatverein, zu seinem Lieblingsverein. Dort blieb er ebenfalls anderthalb Jahre bis Saison 3. Dann der Blitzwechsel vor dem Spiel. Eindhoven gegen Manchester City. In der Champions League, dann kam das Angebot von City rein. Van Bommel sagte, jo, passt, nehme ich an. Die Chance nicht kriege ich häufiger. Dann spielte er mit City gegen Eindhoven 4:4. Und dann lief es durch. Seitdem spielen wir hier Manchester. Wir sind jetzt mittlerweile in unserer dritten Manchester-Saison. In der ersten Saison alles abgeräumt. In der zweiten Saison fehlt uns der Carabao Cup. Jetzt in meiner dritten Saison und in der letzten für City. Also mit Eindhoven haben wir aber alles gewonnen, mit Utrecht nicht. Gut gedacht, aber dann geht der Ball auch ziemlich daneben. Sie werden hier wechseln. Also mit Eindhoven haben wir zweimal das Double gewonnen, direkt in der ersten Saison. In der zweiten Saison direkt hinterher geschoben. Wie gesagt, dann der Wechsel zu City. Sie spielen stark, gefährlich. Ja, das Spiel ist gelaufen. Nächster Treffer auf Holland. 8-0. Der Meister leckt nochmal nach. Kein Problem da vorne, da reinzustechen, reinzugehen. Jetzt kommt die ja. Der will auch nochmal. Doppelwechsel, Dreifachwechsel sogar City. Der Pavlovic auch noch kommt. Zweimal die eigentlich lange auf der Tribüne saßen. Pavlovic sagte eigentlich, war ich eigentlich Stammspieler lange. Zwischendurch mal sogar den Verteidiger eingeplant. Weil er der Left überhaupt nicht überzeugte. Ja, Haaland. 6 Tore alleine durch den Norweger. Der war eigentlich schon weg, ne? Man muss mal überlegen, der war schon eigentlich zu Arsenal gewechselt. Die zogen dann plötzlich die Ausstiegsklausel von fast 400 Millionen. Da muss ich in dem Blitzdings den Transfer, den Vertrag von ihm verlängern um ein Jahr. Gott sei Dank ging das, sonst wäre er definitiv weg gewesen. Ecke. Die Ausstiegsklausel raum mehr oder weniger Ausstiegsklausel rausgenommen, rausgekauft. Und seitdem? Kann kein Verein mehr sagen, hier den Kauf haben wir kurz weg. Kein Real, kein Barca. Wie gesagt, Arsenal. Das wäre natürlich bitter gewesen, den zum absoluten Konkurrenz verlieren. Und irgendwann habe ich Arsenal angefangen auszukaufen. Die mal so richtig nackig zu machen. Ich glaube, gefühlt, ich habe keine Ahnung, 6 oder 7 Spieler von denen geholt. Über Wemsdale, über Havertz, Kivio habe ich geholt zwischendurch. Saka. Havertz jetzt mittlerweile. Versucht's mit dem Lupfer. Komm. Der nicht. Aus der kurzen Distanz so perfekt zu lupfen. Jetzt Kukurea noch geholt. Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch. Und dann der Heber aus kürzester Entfernung. Das musst du dich erstmal trauen. Und dann brauchst du nicht nur Technik, sondern auch gute Schauen. Mit bisschen Glück. Ja, doch, es gibt keine Ecke, es gibt einen Freistoß. Ich glaube, da war noch der eine oder andere Transfer, den ich noch nicht durchgezogen habe. Aber wieder da sind wir sehr, sehr böse mittlerweile aufgekauft. Schade, ich dachte, die Marco kommt noch ran. So, Ecke kommt. Und er wehrt die Ecke ab. Wir haben noch eine Viertelstunde, ne? Das wird ja noch zweistellig wahrscheinlich sogar, wenn City weiter durchzieht. Foden, diesmal mit Ballverlust. Tja.
Padilla. Ah, schade, kommt nicht durch. Alvarez, der kann sich die Ecke aussuchen. Gucken, was der Keeper macht. Der Meister, Titelverteidiger, Lechner, die wollen zum dritten Mal die Champions League in Folge gewinnen. Und danach, wie gesagt, nach dieser Saison ist unsere Karriere hier bei eSports FC 24 durch. Noch zu 0 noch gewinnen. Erstes Tor für Alvarez in dieser Saison. Ja, das soll es auch geben. Und die Marco kommt nicht ganz rein. Molina. Mit ein bisschen Glück, dass er da durchmarschiert. Bellingham, Alvarez, der Konter, der Rückkehrer. Der Argentinier. Oh, ist das bitter! Nach vorne, nächste Lupfer. 11:0 City, 89. Minute. So, man will eigentlich die zwei da unten noch schon. Musiala und. Jetzt wechselt man sogar noch den Keeper aus. Ich schaue noch mal ein paar Minuten. Eine absolut klare Angelegenheit ist das heute. So viel können wir schon mal festhalten. Nach dem 10:2 gegen Chelsea, jetzt auf 11:0 gegen Mallorca. Ach schade, ich dachte, ich komme da noch durch. Hier würde ich auch jetzt auch gerne ein Tor geschenkt in der Champions League, aber es wird nicht passieren. Zumindest nicht in dieser Partie. City schlägt Mallorca mehr als sonst. City steht locker flockig in der nächsten Runde. Das war für die erst ein Aufwärmen. Man spürt die Ambition, die wollen mehr. Und ich glaube, in dieser Form ist das auch noch ein Titel. Julian Alvarez mit 2 Toren. Deswegen habe ich ihn da zurückgeholt, weil ich brauchte, weil das ein cooler Spieler ist. Das ist ein super Stürmer. So, passt so. Spurs Celtic 2-1, alles andere darf noch spielen. Dem Song, der auch aktuell im Radio läuft. Nächster Gegner ist Brentford. So, gucken wir mal gerade kurz in der Champions League Gruppenphase. Die Bayern werden wahrscheinlich gewonnen haben, das war auch nicht anders zu erwarten. Die einzigen Tore, die wir bekommen haben, die sie bekommen haben, sind von uns. Bayern schlägt Dynamo Kiew mit 2:0. Nächster Gegner ist in München. Nächstes Spiel ist in München. Die Bayern sind jetzt auch durch, also die Gruppenphase ist überstanden, souverän. Jetzt spielen wir noch einen Unentschieden gegen die Bayern oder gewinnen im Idealfall. Der letzte Gegner ist dann Dynamo Kiew, die sich dann im nächsten Duell mit einem ganz wichtigen Spiel vielleicht doch noch für die Europa League. Dankeschön. Ich war bei UEFA Cup die ganze Zeit. Ja, qualifizieren wollen. Na gut, das soll's schon heute gewesen sein wieder mit dem nächsten Spiel. Ölegal hat dann gewiss nicht gespielt. Na komm, das kriegen wir schon hin. Gut, jetzt bin ich raus. Wir sehen uns wieder morgen um 18 Uhr. Tschüssi.